Guten Morgen oder guten Abend oder einfach Moin, je nachdem, wann ihr euch dieses Video hier anschaut. Wir sind wieder an der Kollausstraße und ja, man kann schon fast sagen, haben mal wieder 3 Punkte mit im Gepäck. Wahnsinn, was diese Mannschaft in der Rückrunde so spielt, oder? Wahnsinn war auch, was Luca Zander da am Samstag gemacht hat. Der Junge hat nicht nur sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga gemacht, sondern hat auch gleich noch ein zweites hinterher nachgelegt. Und das, nachdem er hier letzte Woche mit uns zusammen auf das Spiel zurückgeschaut hat. Da dachten wir, nehmen wir ihn doch gleich wieder mit rein ins Video und schauen nochmal zurück auf das Spiel mit Luca Zander. Schon nach 60 Sekunden zappelte der Ball in Aue nach einem Freistoß das erste Mal im Netz. Ja, ist natürlich top. Wenn du so ein Spiel startest, dann hast du gleich was auf deiner Seite. Und der Gegner ist irgendwie auch ein bisschen unter Zugzwang, muss dann auch immer mal wieder vielleicht ein bisschen mehr riskieren. Und dann öffnet das natürlich auch für uns wieder Räume und die haben wir dann auch wieder genutzt. Wir haben unsere Abläufe bei den Freistößen von der Seite. Ich wusste, was ich zu tun habe, aber dass er dann halt am Ende auch genau da vor mir runterkommt, das ist natürlich selten. Ja, und dann in dem Moment, es ist irgendwie, vor allem wenn man danach darüber nachdenkt, kann man sich an diese Szene kurz davor gar nicht so richtig erinnern. So, ich weiß nur noch, wo der Ball dann drin war, weil man sieht es auch nicht so richtig, wenn man gerade im Kopf voll ist. Und dann ist natürlich pure Freude. Auch im zweiten Durchgang kamen die Boys in Brown hellwach aus der Kabine und bauten die Führung in der 49. Minute durch Rodrigo Salazar auf 2:0 aus. Damit erzielte Rodrigo bereits seinen 6. Treffer in dieser Saison. Nur 7 Minuten später war es dann wieder Luca Zander, der am zweiten Pfosten goldrichtig stand und seinen Doppelpack perfekt machte. Ich glaube einfach, dass die Höhe, die es da gibt oder die da geschlagen wurde bei beiden Freistößen, war perfekt, weil die Verteidiger kommen nicht so richtig ran, können den nur so ein bisschen verlängern und wenn du dann ein gutes Timing auf dem zweiten Pfosten hast, dann hast du vielleicht mal Glück und dann rutscht er zu dir durch. In der 73. Minute konnte Pascal Testroth dann zwar noch auf 1:3 für Erzgebirge Aue verkürzen, der 5. Sieg aus den letzten 6 Auswärtsspielen geriet dadurch allerdings nicht mehr in Gefahr. Ich denke, wir hätten 1-2 Sachen noch besser ausspielen können, aber alles in allem muss man natürlich zufrieden sein, vor allem wenn wir jetzt mal unsere schwarze Serie dort gebrochen haben. Deswegen, alles in allem war es ein gutes Spiel. Unsere Mannschaft hat sich also mal mit 3 Punkten auf den Rückweg aus dem Erzgebirge gemacht. Inzwischen sind die Spieler wieder in Hamburg angekommen und stehen schon wieder auf dem Trainingsplatz. Wir gehen jetzt mal rein in die Trainingsbilder von dieser Woche. Zum Start in die Trainingswoche gab es am Montag eine abwechslungsreiche Einheit mit viel Ballarbeit und verschiedenen Spielformen. Auf eine Doppelschicht am Dienstag folgte dann ein freier Tag am Mittwoch, bevor für den Rest der Woche der Feinschliff mit Blick auf das nächste Heimspiel angesetzt ist. Vorbereitung auf den kommenden Gegner aus Würzburg läuft also auf Hochtouren. Was uns da für ein Gegner mit den Kickers am Samstag am Millerntor erwartet, erklärt uns jetzt mal wieder Co-Trainer Fabian Hürzeler. Ja, die Würzburg Kickers kommen sicherlich mit gewissem Rückenwind aus den letzten Spielen zu uns. Sie haben einen neuen Teamspirit, einen neuen Teamgeist entwickelt seit dem Trainerwechsel. Das sieht man auch in ihrer Spielweise. Sie sind sehr, sehr intensiv gegen den Ball, sind sehr kompakt und schalten natürlich schnell um. Also die drittstärkste Umschaltmannschaft in der Liga, haben mit Munzi und mit Piri natürlich auch schnelle Umschaltspieler in ihren Reihen. Darauf bereiten wir uns vor, darauf bereiten wir uns auch in der Woche vor. Da müssen wir schauen, dass wir einen guten Zugriff haben, damit wir diese Konter vermeiden. Aber beim FC St. Pauli wird ja bekanntlich nicht nur Fußball gespielt, sondern es gibt auch noch viele weitere Abteilungen mit ganz vielen spannenden Sportarten. Nachdem wir ja kürzlich mal bei der Handballabteilung vorbeigeschaut haben, waren wir jetzt beim Roller Derby zu Besuch. Was das ist, wie das funktioniert und wie es unserer Abteilung dort gerade so geht, das hört ihr jetzt. Also unser Sport ist erstmal ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, bei dem es keinen Ball gibt.
Der wird bei uns von Frauen ausgeführt. Wir sind ein Teamsport, bei dem es nicht darauf ankommt, dass Einzelne glänzen, sondern bei uns zählt einfach jeder Mensch. Und wir spielen auf dem Track. Das ist ein Oval. Und 5 gegen 5. Wir spielen immer mit 5 Leuten gegen 5 Leute. Und da haben wir dann eine Jammerin, die eine Sternhaube trägt und die Punkte machen kann, indem sie die gegnerischen Spielerinnen überrundet. Also wir sind generell auch ohne Corona sehr gut digital vernetzt, indem wir unser eigenes Netzwerk haben, unser eigenes Netzwerk. Und wir haben schon Mitgliederversammlungen gehalten. Wir haben digitale Crossfit- und Athletiktrainings. Einzelne Menschen von uns gehen Treppen laufen oder skaten auf der Straße. Wir versuchen uns halt alle fit zu halten, gegenseitig zu motivieren. Auch unsere Juniors werden abgeholt mit Athletiktrainings, die wir dann online stattfinden lassen. Unser Athletiktrainer ist da super bemüht und ja, wir gucken uns dann zusammen auch mal ein paar Spiele an, analysieren die, gehen Taktiken durch und auch gerade unsere Newbies können wir damit sehr gut abholen, weil die halt vielleicht noch nicht so das Spielverständnis haben und das ist ganz toll, dass wir da trotz Corona einfach alle in Kontakt bleiben und jeder irgendwie die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Auf jeden Fall ein spannender Sport, das Roller Derby. Zum Abschluss der Folge gucken wir jetzt wie immer noch einmal auf die weiteren Themen der letzten Tage. Am 19. April wird über die Reformpläne der UEFA-Clubwettbewerbe entschieden. Warum unser Präsidium dazu eine klare Meinung hat, lest ihr im offenen Brief an Dr. Rainer Koch. Den Link dazu gibt's unter diesem Video. Wir waren Pokal. Am Montag jährte sich das Halbfinale der fast schon legendären B-Serie im DFB-Pokal zum 15. Mal. Nachdem die Kiezkicker in der Saison 2005-2006 sensationell ins Halbfinale eingezogen waren, endete die Serie dort mit einer Niederlage gegen den FC Bayern. Der NDR hat zur B-Serie übrigens kürzlich eine sehenswerte Dokumentation gedreht. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Zum Start der gemeinsamen Aktion Kein Platz für Rassismus hatte unser Hauptsponsor Congstar ja zum Heimspiel gegen den SC Paderborn die Werbeflächen auf dem Trikot freigemacht. Jetzt habt ihr die Chance auf eines der Match-Worn-Trikots. Kein Platz für Rassismus, sehr, sehr wichtiges Thema für uns alle. Die Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Vereint gegen Blutkrebs. Gemeinsam mit 21 weiteren Vereinen unterstützt auch der FC St. Pauli die DKMS dabei, den Kampf gegen Blutkrebs weiter voranzutreiben. Wie ihr ganz einfach selbst Stammzellenspender werden könnt, erfahrt ihr auf unserer Homepage oder direkt auf dkms.de. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Zusammen mit unserem Partner Teufel könnt ihr jetzt und noch bis zum 19. April auf unserem Facebook-Kanal ein klangstarkes Gaming-Headset gewinnen. Klickt euch rein und macht mit! Das war's also wieder für diese Woche. Wir sind schon gespannt auf das Spiel am Samstag, hoffen natürlich, dass unsere Jungs wieder so eine tolle Leistung zeigen können und die nächsten 3 Punkte einfahren. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und Forza St. Pauli!